So ist das. Ich habe Rücken, das ist die nächste Rubrik. Hat einer von euch tatsächlich Rücken? Ja. Du hast Rücken. Du hast auch Rücken. Ihr habt beide Rücken. Ja, wir haben beide Bandscheibe. Gut, ist aber auch egal, das hilft euch wenig, ob ihr jetzt wirklich so Wehwehchen habt. Ich dachte nur, ich schaffe ganz kurz eine Wohlfühlatmosphäre. Im nächsten Spiel müsst Lass uns über Schmerzen sprechen. Im nächsten Spiel müsst ihr Promis erraten, die ihr gleich oben auf dem Cube sehen werdet. Allerdings bekommt ihr immer nur deren Rückseite zu sehen, sonst wäre es ja ein bisschen einfach, weil wenn man das Gesicht sehen kann, kann man ja sagen, ah, das wäre zu leicht. Es gibt insgesamt immer 6 Bilder pro Person, die wir suchen. Und wer von euch glaubt, die Person zu erkennen, buzzert. Wenn ihr dann richtig seid, gibt es einen Punkt. Und wir gehen rüber zur nächsten Person. Solltet ihr falsch gebuzzert haben, keinen Punkt. Und die anderen können weiterspielen. Matthias, okay? Ich hoffe, du bist dabei. Dich erkenne ich immer im Rücken. Ja, ja, ich habe einen extrem breiten Rücken. Ja, das ist richtig. Ja, ich war mal bei Stefan Raab und der hat zu mir gesagt, du hast extrem breite Schultern, aber kurze Beine. Du bist ein Arschfüßler. Und, wirklich? Hat er in der Sendung gesagt. Arschfüßler? Ja, Arschfüßler. Und seitdem bin ich auch für meine Kinder ein Arschfüßler. Vielen Dank, Stefan. Liebe Grüße. Jederzeit herzlich willkommen übrigens hier in dieser Sendung, falls du mal Langeweile hast zu Hause. Wir gucken uns das erste Bild an. Prominente Persönlichkeit wird gesucht. Wer ist es? 6 Bilder insgesamt. Diese Stripperin, Dieter von Thies oder wie die heißt? Das kann ja wirklich jeder sein. Natürlich kann es jeder sein. Das ist nicht Dieter von Thies. Ich finde aber diese Stripperin, wenn es um ein Spiel geht, wo man Leute nur von hinten sieht, ist einfach grundsätzlich ultra lustig. Das ist ja natürlich sehr gut, auch sofort einordnen. Nee, ist sie nicht, wir machen weiter. Du bist raus, die anderen können weiter raten. Ach, es ist immer dieselbe. Ja. Wer meinst du? Madonna? Vielleicht ist es Madonna? 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 Wir gucken mal, ob Madonna zur Auswahl stehen könnte. Ups. Das könnte auch noch Madonna sein. Ja, das also noch passt. Ist Florian richtig. Das könnte auch Madonna sein. Back in the days. Da, okay. Da hat sie eine Bank überfallen, weil sie knapp bei Kasse war. Und da sehen wir ebenfalls nochmal ikonisch Madonna, wie sie leider nicht. Jawohl! Ein Punkt für Matthias. Geil. Madonna. Geil. Wir haben eine weitere prominente Person und es gibt tatsächlich, Flo, 6 Bilder, die auf eine und die gleiche Person hinweisen. Ah, danke schön. Es geht weiter. Wir brauchen nicht bei einem Bild, sondern nach 6 Bildern. Es wird eigentlich immer leichter. Mega Outfit. Das bin doch ich. Also Moment, wir suchen den Herrn in Gold. Wir suchen den Herrn in Gold. Ah, nee, dann, okay, Jared Leto. Oh, scheiße. Scheiße. Ja. Finde ich aber gut. Dass wir, ja, wir gucken mal weiter. Finde ich aber gut, dass du sagst, okay, shit. Dann all Jared Leto. All right. Dann ist es Jared Leto. Ja, oh. Oh, I. Hä? Wie hat er das denn gemacht? Oh, What? Wie unangenehm. Es ist Jared Leto. Auf die Idee musst du erst mal kommen. Also, Jared Leto ist richtig, das ist dein Punkt, Hazel. Und wir haben einen weiteren Rücken mit einem weiteren dazugehörigen Prominenten, den wir suchen. Ich spiele mit, ich weiß es auch nicht. Ah, nee, hätte ich jemand anders gedacht. Was glaubst du, Matthias? Es ist eine Frau? Ja. Ja, okay. Ja. Also, ich habe 2 zur Auswahl. Ja, ich habe auch 2. Ja, welche würdest du denn präferieren? Weil eine brauche ich nur. Die eine fängt mit Sch an und die andere fängt mit Bü an. Mhm. Salamander, Salamander, Arsch auseinander, Arsch wieder zu und raus bist du. Also ist einer meiner Lieblingskünstlerinnen vielleicht. Ich sehe es ein bisschen an der Hautfarbe. Es könnte sein, die hat auch einen sehr schönen Rücken. Ich haue Beyoncé rein. Beyoncé? Du haust Beyoncé rein. Wir hauen gleich vielleicht einen Punkt raus. Wir gucken mal weiter. Könnte auch Shakira noch sein? Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ah. Ja, ja. Aha, ja, au! Sehr gut. Hast du auch Beyoncé gehört? Ja. Es ist Beyoncé, das ist Beyoncé. Richtig. Einen Punkt für Matthias. Glückwunsch
Und eine weitere Person, die wir am Rücken erkennen müssen, folgt hier. Boah, das ist... Es ist interessant, wie viele Bilder es von Rücken gibt, von Prominenten. Ah, war das nicht auf der Party von Heidi Klum so eine ihrer Verkleidungen? Vielleicht ist das eine der Verkleidungen von Heidi Klum, wie sie da mit Shrek rummacht. Wir gucken mal weiter. Mit Markus Söder. Project Runway. Ah, oh, da sieht man Ziel. Und da sieht man Heidi Klum. Was ich ein Punkt. Sagen wollte. Richtig. Bei dem Dutch wollte ich erst sagen, es ist Adele. Ich wollte, bei mir war es Jennifer Lopez. Ja, ja, hatte ich auch. Ja, ich wollte auch Jennifer Lopez sagen. Auch, Nico, wolltest du auch sagen? Lopez ist aber falsch. Nee, ich habe nur zugestimmt. Du hast nur zugestimmt. Ja. Das sind Rückenzwillinge. Wir haben noch einen. Ja. Die Rückenzwillinge. Rückenzwilling, Heidi. Wir haben ein allerletztes Bild von einer prominenten Person, die wir am Rücken erkennen müssen. Aufmerksam zuschauen. Nico? Ich hätte es gewusst, gerade habe mich nicht getraut. So dumm. Nee, das darfst du auf gar keinen Fall machen. Weiß, einfach, weiß. Du kannst, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du falsch liegst. Aber das ist besser als zugucken und nachher feststellen, dass man es hatte. Ich bitte dich, buzzer, wenn du ein gutes Gefühl hast. Okay. Weiter geht's. Oh. What? Wow. Gut. Hä? Ist das Hillary Clinton? What? Super, das ist richtig. Wir gucken uns gerne weitere Bilder an. Da ist sie bei Astro Coffee. Was sind das für Bilder? Da ist sie unterwegs mit Stronger Airlines. So, gucken wir hier. Oh ja. Da ist sie beim Poetry Slam. Oh ja. Oh ja. Yeah. Da sieht man es auch eindeutig, finde ich. Da. Noch ein Bild und da ist Hillary Clinton. Nico! Mega Move! Unfassbar schnell! Ist das dasselbe Friseur wie von der Leyen? Witzig! Ich habe auch gedacht, bei dem Bild mit Trump hätte man noch denken können, da geht von der Leyen zur Seite weg. Ja. Ja. Leute, das war. Ich habe Rücken.